Hallo Leute, willkommen bei Pioneers of Pagonia. Dies ist Teil 7. Hier in unserer Liste haben wir gar nicht mehr viel zu tun. Das heißt, momentan müssen wir in erster Linie abwarten. Hier zum Beispiel, bis die Rüstungsschmiede gebaut wird oder viel Baumaterial. Was fehlt denn hier? Zement. Okay, dann müssen wir mal gucken. Zement, steht das, wo das gemacht wird? Irgendwo habe ich das mal gelesen, wo das gemacht wird. Steinmetz. Da ist jeweils der Output-Stapel voll. Gucken wir mal. Die machen... Nee, das ist noch ein anderes Steinbearbeitungsgebäude. Steinbruch, Steinmetz, Steinmühle. Und die steht gar nicht auf der To-Do-Liste drauf. Das muss man also selber rauskriegen, dass man die braucht. Tja, wo kriegt man sie unter? Da kriegen wir aber keine Straße hin. Da könnte man eine Straße hinkriegen. Gut. So. Die haben keine Ressourcen zum Sammeln in Reichweite. Das ist natürlich blöd. Wir kriegen also keinen Flachs mehr. Dann reißen wir die ab und gucken mal, ob es vielleicht woanders Flachs gibt. Hier in unserem neuen Ortsteil. Kein Flachs. Da gäbe es Flachs. Aber das ist, glaube ich, noch außerhalb von unserem Territorium. Und hier, das ist zwar innerhalb vom Territorium, aber da gibt es keinen Flachs. Ich glaube, wir können auch Flachs anbauen. Ja, man sieht hier auch keine Sammelressourcen aufleuchten. Immerhin gibt es fast überall Steinpilze. Da gibt's Flachs. Na, das ist ja lustig. Wo wäre denn der? Also nach dem Motto, vielleicht kann man da noch näher hingehen. Ist das der Flachs? Eigentlich ist der doch blau. Aber ich glaube, das ist der Flachs, ja. Wollen wir den hier hinsetzen? Dann eine lange neue Straße hinmachen. Gar nicht so einfach. Was ist da? Ein Wachturm? Ich glaube, den könnten wir sogar abreißen. Weil wir haben ja nach hinten raus neue Wachtürme gemacht. Oh, und die sind... dann alle arbeitslos, aber die können ja in den anderen Wachtürmen arbeiten. So. So, dann haben wir hier auch so ein klein bisschen Platz gewonnen.
Aber eher für sowas wie ein Lager als. Ja, wir haben hier einen Wachturm und wir haben da einen Wachturm. Das müsste ja reichen. Steinbruch in der Nähe von Kalksteinbau. Also gut, noch ein Steinbruch. Da ist Kalkstein. Auch zum Wegverlängerung. Gut. Eine Schatzkammer. Ah, es kommen also noch Sachen dazu. Wahrscheinlich muss man letztlich dann alle Sachen gebaut haben. Aber das werden wir sehen. Passt das hier irgendwo rein? Ja. Da würde es passen. Ja. Wenn hier diese Steigung nicht stört, warum nicht? So. Und vielleicht baue ich hier noch ein paar Tische dazu. Weil jetzt sieht es hier irgendwie ziemlich kahl aus. In unserer Dorfmitte. Und endlich haben wir hier ja den nötigen Platz. Ah, da habe ich schon wieder. Ich neige immer zum Doppelklick. Ja, da ist gar kein Platz verfügbar. Schade. Das würde reichen. Anscheinend ja. Aber da mache ich vielleicht lieber Marktstände dorthin. Ja, ich denke mal, ein paar Marktstände können wir schon noch gebrauchen. So. Ja, hier in dieses Eck passt leider gar nichts rein. Und hier. Hier noch ein Marktstand und hier. Und den hier, den reiße ich mal ab. Und hoffe, das schadet nicht. Und mache da eine Verbindungsstraße. Das ist aber hässlich geworden. Nee, das versuchen wir anders zu machen. Ja, ich glaube, so wird es etwas besser. Und hier liegen da jetzt die ganzen Steinpilze rum. Ja, das heißt, durch das Abreißen von dem Marktstand sind die Steinpilze gar nicht verloren gegangen. Das ist doch gut. So, mal gucken, ob ich hier noch ein. Da ist zwar noch ein Kästchen, also hier, aber das kann man wohl nicht mehr nutzen. Aber ich könnte hier noch einen Stand hin. Oder da mache ich besser ein Lager hin. Und hier vielleicht auch noch.
Weil was Größeres passt da sowieso nicht hin. So, da sind sie eifrig am Werkeln. Jetzt schaue ich mal, ob das mit hier. Das ist schon fertig. Ah ja, das habe ich auch schon vor längerer Zeit gebaut. Nee, ich wollte die Steinmühle. Ah ja, und die machen jetzt tatsächlich Zement. Das ist gut. Sie haben hier auch schon Zement gemacht und haben schon viel Kalkstein eingesammelt. Okay. Das heißt, hier kann es dann bald losgehen. Ah, vielleicht sollte ich da noch ein Zementlager hinbauen. Nicht, dass es wieder daran scheitert. Hier, da kommt eins hin und hier. Das wird jetzt ein dediziertes Zementlager. Bergbau, Waffen, Werkzeuge. Ob das vielleicht bei Werkzeuge ist? Nein. Oder bei Steinprodukte? Kalkstein, Zement. Jawohl. Ich schätze mal hier diese Holzfällerhütten, die kann ich dann auch mal abreißen. Und dann könnte man das hier noch ein bisschen umbauen. Obwohl, die sind noch am Arbeiten. Das ist ein Forsthaus. Setze ich besser hier noch eine Holzfällerhütte hin? So. Aber hier werden Holzfällerdienste ja nicht mehr benötigt. So. Und da sind 53 Baumstämme drin und hier 64. Das sollten wir schon erst noch lassen, denke ich. Und diese Holzfällerhütte, die könnten wir auch abholzen. Und dann bauen wir einen Weg. Und hier. Nach da. Nee, das ist Verschwendung. Das ist Platzverschwendung. Und so ist auch irgendwie. Tja. Ich glaube, es ist keine Platzverschwendung. Oder ich baue so. Das ist besser. So. Dann kommt dieses Stück hier weg. Und dann werde ich diese Holzlager abbauen. Was haben wir hier? Da ist Stoff drin, wie geplant. Hier ist Laubholz, Nadelholzbalken. Da ist gar nichts drin. Das reiße ich auch mal ab. Und das wird einfach in die andere Richtung gestellt. Wie ich jetzt hier so kurz vorm Ziel nochmal mein ganzes Dorf umbaue. Aber ich denke, das macht durchaus Sinn. Okay. Und hier packen wir auch eins hin. Gut. Ist hier Nadelholz drin? Ja. Das heißt, dann kann ich die hier abreißen. Ah, und das Material liegt da rum. Es geht nicht verloren. Das ist sehr, sehr gut. Muss es nur irgendein Träger einsammeln. Sehr schön. Dann haben wir hier doch auch halbwegs nette Bauplätze gewonnen. Hoffe ich mal.
dass es ausreicht, um da was Sinnvolles hinzubauen. Und da bauen wir jetzt mehrere Lager hin. So. Okay. Und zwar unter anderem für Stoff. So. Und für Seile. Und hier schauen wir mal, was sie da reinlegen. Hier könnte man zur Not auch noch Lager anlegen und so. Aber ich denke mal, ein zusätzliches Stofflager brauchen wir auf alle Fälle. Weil hier ist ja die Weberei. Wie fleißig sie da arbeiten. Die sind schon sehr schnuckelig. Hier arbeiten sie im Team. Oder nicht im Team, sondern synchron. Synchronbauarbeiten. So, jetzt wird hier der Stoff drüber gespannt. Der hier ist schon ein bisschen weiter, aber die arbeiten voll synchron. Nun, die trägt eine Schatulle. Sehr brav macht ihr das. So, habt ihr denn inzwischen die Sachen gebraucht? Na, sie haben noch nicht den ganzen Zement, aber sie haben schon einiges an Zement. Wir machen also Fortschritt. Silbermünzen einlagern. Lagere eine Truhe Silbermünzen ein. Dann bauen wir hier noch ein Lagerhaus dazu. Die eine Dame hatte eben so Wertsachen war hier irgendwo. Silbermünzen. Die hat irgendeine Truhe da rumgetragen, die eine. Keine Ahnung, wo die hingetragen hat. Ist natürlich dann auch lustig, wenn man hier die Münzprägerei hat und dann hat man so ein offenes Lager, wo dann die Wertsachen eingelagert werden. Wenn dann die Piraten kommen, dann können die sich hier einfach direkt bedienen. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Na gucken, ich glaube hier dran vorbei kann man keine Straße mehr bauen. Schade. Dann hätte ich diese hier die Holzwerkstatt ein bisschen weiter nach oben setzen müssen. Dann hätte man das hier noch verbinden können. Das wäre ja sinnvoll gewesen. Nun gut, ich hoffe, mein nächstes Dorf wird irgendwie durchdachter, was die Wegführung angeht. So. Baue Kalkstein ab. Ah, Bullet-Tagebau. Wo habe ich das hingebaut? Steinbruch. Baut jetzt mal keinen Stein ab, sondern Kalkstein. Mal gucken, ob sie das machen. Schauen, ob das da steht. Jo, ich denke mal, das haben wir schon so gemacht, wie das sein soll. Ja, wo sind denn die Kalksteine? Es soll schon... Hier ist der Stein. Gut, das kann man sehen.
Weil beim Platzieren war ja irgendwie Kalkstein schon angezeigt. Aber hier, da ist Kalkstein. Okay. Der ist so bräunlich. Kupfer. Vielleicht sind das nicht die richtigen. Hier haben wir Kupfertagebau. Kupferstein. Ich nehme mal diese hier. Die sollen jetzt Kalkstein abbauen. Und dann setze ich den Fokus hier hin. Und bei den anderen, da erlaube ich wieder den Steinabbau. So. Und wie sie hier Stein rumklöppeln. Fleißig, fleißig. Oh, ja, unsere Entdecker waren auch fleißig, die neuen. Gucken wir mal. Oh ja. Schöner, großer See. Da ist noch eine Meeresbucht. Gucken wir mal, wie weit die kommen können. Diese Entdecker. Kein Personal anwesend. Aber die können noch deutlich weiterkommen. Da würde es dann Sinn machen, auch in der anderen Richtung, also praktisch hier in der Richtung, noch einen Entdeckerposten zu machen. Sollte ich vielleicht einfach gleich noch machen. Ich denke mal, schadet ja nix. Hier, Wachturm, gut. Entdeckerposten. Die haben... Ja, hier ist einfach alles angeklickt. Die werden dann schon erweitern, weil das ist ja Sinn und Zweck. Ah, da sind keine Leute. Ah, nein, ich habe doch da einen Wachturm abgerissen. Hier, da müssten doch Leute frei geworden sein. Gut ausgebildet. Ich guck mal, ob ich hier noch welche ausbilden kann. Das wären Wachen, Veteranenwache, Soldat und fortgeschrittener Soldat. Und die brauchen Holzspeere. Davon haben wir 10. Wir bilden einfach nochmal 10 Leute aus. Und hoffen, dass die dann mit diesem Wachturm dort hinten... Nicht dem, mal gucken, wie der besetzt. Der ist voll besetzt, das ist gut. Mit dem neuen Wachturm hier aktiv werden. Und von dort aus dann hier weiter unser Land erweitern. So. Fortgeschrittenen Soldaten soll ich ausbilden. Okay. Wie viel einen? Und der braucht aber viel. Der braucht ein Eisenschwert, eine Kettenrüstung und ein Eisenschild. Okay, und das müssen wir noch machen. Aha.
Also, die sollen hier mal Eisenschild herstellen und Kettenrüstung. Und die brauchen Kohle und Eisenbarren. Okay. Das ist anscheinend im Anmarsch. Und die Waffenschmiede müssen ein Eisenschwert herstellen. Und die warten auf Material. Eine Eisen... Eieiei. Ganz wuselig vor lauter unübersichtlich. Da ist der Eisentagebau. Und Schmelzen haben wir ja. Zwar wo? Hier. Sollen Eisen und Silber machen. Ja, gut, dann müsste das eigentlich schon laufen. So. Hier ist auch so ein bisschen unverbunden alles. Ich hätte es verbinden können, bevor ich diesen Marktstand gebaut habe. Aber es ist auch blöd, wenn hier alles voll mit Straßen ist. Und die Silbermünzen. Da müssen wir mal gucken. Münzprägerei. Was machen die Kupfermünzen? Stellt ihr mal vor allem Silbermünzen. Naja. Die Kupfermünzen kann man lassen. Sie brauchen halt Silberbarren. Müssen wir mal verfolgen. Wir haben keine Silberbarren aktuell. Die Schmelze. Ja, hat kein Silbererz. Und unser Silberbergwerk. Da, der Silbertagebau. Keine Ressourcen zum Sammeln in Reichweite. Oh. Da muss ich da noch einen neuen bauen. Silber. Hier ist Silbererz in Reichweite. Ich baue einfach hier noch einen hin und den kann ich auch löschen. Dem fehlt Personal. Vielleicht muss man die ausbilden, die Entdecker. Mal gucken, ob man das kann. Hier kann man nur Bauleute ausbilden. Und hier kann man nur Soldaten und Wachen ausbilden. Vielleicht kann man noch gar keine weiteren Entdecker ausbilden. 3 Entdecker haben wir. Kann man sowas auch stilllegen? Normale Priorität. Gebäude aktiviert. Ich guck mal, ob ich das deaktivieren kann. Und ob dann Entdecker in die anderen Entdeckertürme gehen. So, mal gucken, was hier die kleinen Wohnhäuser. Da werden neue Träger produziert.
Ja. Ja. Da gibt es ein Baby. Immerhin. Und hier in der Taverne. Die kochen halt Bestärkungs- und Genussmahlzeit. Die Esstische sind für Träger, um das hier zu essen. Also gut. Wie neue Entdecker entstehen, habe ich hier noch nicht rausgekriegt. Aber die Proviantmacher, das ist ja in Arbeit die ganze Zeit. Das läuft ja gut. Vielleicht gibt es einfach nur diese drei Entdecker. Ich guck mal, ob sich da was getan hat. Nein. Und hier? Ah, die sind jetzt erst hierher gegangen. Man kann also im Prinzip gleichzeitig aktuell immer nur einen Entdeckerposten belegen. Und die Priorität, vielleicht wenn ich das runtersetze. Nee, man kann nur normale oder hohe Priorität. Ich könnte also den anderen auf hohe Priorität setzen, dann würden die Entdecker dorthin gehen. Und hier sieht man die Entdecker am Entdecken. Und tragen ihren Proviant in der Hand mit sich. Wie süß. Naja, ich meine, ist verständlich, wie es läuft. Wenn ich dann will, dass die hier entdecken, dann muss ich einfach nur den anderen deaktivieren. Das geht ja. So, Kalkstein ist immer noch nicht abgebaut worden und Silbermünzen wurden auch noch nicht produziert. Hier sind sie auf dem Weg, das ist gut. Und wie sieht es denn mit dem Kalkstein aus, ihr Leutchen? So. Bauen alle Steine ab. Die hier sollen Kalkstein abbauen. Da ist der Kalkstein sozusagen schon in Arbeit. Wo sind die Leute? Mal gucken. Die sind, da ist einer am Werke. Sehr gut. Oh, was ist das für ein wildes Tier? Ein Schwein. Oh. Der hat den Arbeiter vertrieben. Das wilde Schwein. Hey, du hast meinen Arbeiter vertrieben, du freches Schwein. Aber jetzt kommt er wieder und holt sich das. Ich meine, gut, es ist verständlich, du willst dir hier nicht deinen Freiraum nehmen lassen. Sieht da gefährlich aus, dieses Wildschwein. Sehr wild. So, jetzt wird hier was weggetragen. Und die Silbermünzen. Und die Folge ist schon lang. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.